Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, es tut mir ja leid, Herr Kollege Bombis, wenn ich Sie jetzt störe in Ihrem Dialog mit der Kollegin Kampmann. Aber ich möchte dann doch auch mal ein bisschen zu diesem Antrag ausführen. Und lieber Kollege Braun, Sie haben sich ja Sorge gemacht bezüglich meiner Freude. Ich komme ja aus Bielefeld, das ist ja bekanntermaßen der Hort der guten Laune. Und meine gestrige Einlassung bezog sich auch auf die Hochschulgesetznovelle. Und da habe ich angekündigt, dass Sie von den regierungstragenden Fraktionen einfach nicht viel Freude in dieser Debatte haben werden, weil es keine gesellschaftliche Mehrheit für Ihr Studiengängelungsgesetz gibt. Sie können sich das Ganze natürlich irgendwie schönreden und dann vielleicht doch noch ein bisschen Freude haben. Wir werden das ja sehen, wie das in den nächsten Monaten so ausgeht. So, zu dem Antrag heute. Ich habe im Vorfeld ja auch wahrgenommen, dass es Ihnen von den regierungstragenden Fraktionen vor allem um das geht, was Sie im Antragstext umrissen haben, mit einer gesellschaftlichen Debatte anstoßen über die Chancen der Digitalisierung. Das kann man ja machen. Man kann da ja immer wieder drüber sprechen. Man kann immer wieder fragen, welche Potenziale es in welchem Bereich gibt. Aber ich glaube, genauso hat die Kollegin Kampmann gerade völlig zu Recht gefragt, ob es dieses Sammelsurium nun wirklich im Jahr 2018 in dieser Form braucht, ob das für die Diskussion, die wir führen müssen, für die Debatten, die wir führen müssen, jetzt wirklich hilfreich ist. Denn das meiste, die meisten Diskussionen, die Sie aufrufen, die führen wir tatsächlich ja seit Jahren schon. Und das Einzige, was sich wirklich verändert hat, ist, dass die CDU nicht mehr über Killerspiele redet. Aber ansonsten hat Schwarz-Gelb jetzt nicht wesentlich an Substanz zugelegt in den letzten Jahren. Vielleicht zwei Beispiele. Erstes Beispiel, das Thema Blockchain als einer der absoluten Megatrends kommt in diesem Antrag nicht ein einziges Mal vor. Zweites Beispiel, Sie schreiben in Ihrem Antrag, dass der Staat bei der Datensicherheit vorangehen muss. Da haben Sie ja völlig recht. Aber wie verträgt sich das denn mit Ihren Plänen für die Quellen-TKÜ? Wie verträgt sich das mit Ihren Plänen, dass Sie Herrn Reuels Hacker jetzt losschicken wollen, auf die Bürgerinnen und Bürger und deren informationstechnische Systeme hacken lassen wollen? Meine Damen und Herren, es gibt in der Tat immense Chancen für die Digitalisierung. Da sind ja viele von den Themen, greifen Sie ja zu Recht heraus, auch wenn Sie keine Antworten geben, sondern nur Fragen stellen. Wir müssen zum Beispiel natürlich weiterhin über digitale Verwaltung nicht nur reden, sondern auch digitale Verwaltung machen. Deswegen haben wir ein E-Government-Gesetz gemacht in der letzten Legislaturperiode. Das war ja richtig. Und es ist nicht sinnvoll, wie Sie jetzt vorgehen, dass Sie dieses Gesetz nicht weiterentwickeln, sondern dass Sie weiter ein paar Insellösungen schaffen. Ich habe ja nie irgendwas gegen die digitalen Modellkommunen gehabt, die Sie da planen, aber Sie sind jetzt mit Sicherheit auch nicht eine wirkliche Antwort, weil Sie wieder ein paar Leuchttürme bauen, aber keine Gesamtlösung fürs Land anstreben. Ich habe auch nichts gegen Ihr Gründerstipendium zur Förderung der Start-up-Kultur. Im Gegenteil, ich finde das eine gute Herangehensweise grundsätzlich, weil ich glaube, dass Start-ups in der Lage sind, den Planeten zu retten. Und ich habe auch viele in der letzten Zeit kennengelernt, die genau das tun. Aber man braucht dann eben wirklich konkrete Maßnahmen und muss im Einzelnen schauen, was hilft Gründerinnen und Gründern und was hilft ihnen konkret. Und die brauchen mit Sicherheit nicht nur die hübschen Schwarz-Weiß-Fotos. Genauso ist es beim digitalen Mittelstand. Auch da brauchen wir konkrete Unterstützung, weil wir da die größte Baustelle definitiv haben. Da sind wir uns ja einig. Aber was war denn das Erste, was Sie gemacht haben? Sie haben die digitalen Hubs in Frage gestellt. Inzwischen sind Sie da Gott sei Dank weiter. Aber an solchen Stellen zeigt sich doch einfach, dass die ganze Diskussion über die Gestaltung der Digitalisierung in Nordrhein-Westfalen bei Ihnen nicht wirklich nach vorne diskutiert wird, sondern als Dienst nach Vorschrift. Und das kann man dann weiter durchdeklinieren, ob das Smart City Konzepte sind, ob das Thema digitale Energiewende ist, ob das auch bei der digitalen Bildung ist. Da führen wir jetzt wieder eindimensionale Debatten, bring your own device versus Laptops für alle Kinder oder Laptops für alle. Reden wir doch mal über Konzepte, reden wir da über Inhalte und vergessen Sie vielleicht an dieser Stelle mal die Hochschulen nicht. Da gibt es auch nach wie vor einiges zu tun. Wir vergessen die Hochschulen ja in vielen anderen Bereichen. So, das alles muss, liebe Kolleginnen und Kollegen, und da würde ich Ihnen sogar recht geben,
in einer Digitalstrategie der Landesregierung vorkommen, mit Sicherheit auch noch viele weitere Punkte mehr. Und ich bin auch gerne bereit, an dieser Stelle ein Stück weit zur Selbstkritik, dass eine gute administrative Strategie keine Vision ersetzt, dass es nicht ersetzt, dass man Digitalisierung als Leitprojekt einer Regierung betrachtet. Aber das, was wir Ihnen ankreiden, ist, dass Sie genau das nicht tun, sondern dass Sie wieder sich hier im Klein-Klein verlieren, dass Sie sich darin verlieren, Fragen zu stellen, wo Antworten notwendig sind. Und da muss man dann sich tatsächlich Sorgen machen. Wenn Sie was hinkriegen wollen, brauchen Sie jedenfalls mehr als Dialoge. Herzlichen Dank.